SCP versus Realität. Psionik und das menschliche Bewusstsein. Die Foundation spricht oft von Psionik, einer messbaren, energetischen Form des Denkens. In der Realität aber bleibt das Thema umstritten. Parapsychologie, Telepathie, Telekinese, all das wird seit Jahrzehnten untersucht, aber nie vollständig bestätigt. Doch was, wenn beides, Wissenschaft und Fiktion, nur zwei Seiten derselben Wahrheit sind? In der modernen Neurowissenschaft weiß man, Gedanken sind elektrische Impulse, synaptische Entladungen im Gehirn. Sie erzeugen winzige elektromagnetische Felder, messbar, aber schwach. Theoretisch könnten starke Muster dieser Felder über große Entfernungen hinweg wirken, wenn sie kohärent genug sind. Doch dafür bräuchte es ein Gehirn, das in perfekter Resonanz schwingt. Ein biologischer Quantencomputer. Etwas, das bisher nur in der Theorie existiert. Die Foundation geht einen Schritt weiter. Sie behandelt Bewusstsein nicht als Produkt des Gehirns, sondern als Feldphänomen, die sogenannte Noosphäre. Ein globales Netz aus Gedankenenergie, in dem jedes Bewusstsein einen Abdruck hinterlässt. Und dort, sagt Dr. Reuth, existiert die Verbindung zwischen Realität und Psionik. Wissenschaftlich betrachtet ist das Konzept faszinierend. In der Quantenfeldtheorie gibt es das Prinzip der Nichtlokalität. Teilchen, die über unendliche Distanzen hinweg verbunden bleiben. Wenn Bewusstsein tatsächlich auf quantenmechanischer Ebene wirkt, wäre Telepathie kein Wunder, sondern ein Nebeneffekt. Doch die Realität bleibt skeptisch. Kein Experiment hat bisher gezeigt, dass Gedanken Materie beeinflussen können. Und doch, Phänomene wie Placebo, Spiegelneuronen oder Hypnose beweisen, der Geist kann Körper und Verhalten verändern.